Da ist auf jeden Fall der neue Chillig-Hoodie am Start. Oh mein Gott! Ey, ich finde, das sieht echt nice aus, dieses chillige Hoodie. Alter Falter. Oh. Guten Morgen, Leute. Heute geht's nach Berlin. Leute, rate mal, was gerade angekommen ist. Ein Paket von Adidas, was ich mir bestellt habe. Und es sind die neuen Yeezy 350 Boost. Und ich mache die ganze Sache jetzt mal auf hier. Das erste Mal halte ich so ein Paket in der Hand. Ist schon krass auf jeden Fall. Sieht schon nice aus. Ja, Digga. Ziehen wir die doch mal aus der Verpackung raus. Und jetzt der große Moment. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow. Alter, allein wie sie sich schon anfühlen. Ist so schön. So, erstmal gucken, ob die passen. Oh ja, sie passen. Geil. Ja, ist super. Wo wollen wir jetzt hin? Zum Event direkt? Wieso das denn? Keine Ahnung. Oh mein Gott. Hier ist schon auf jeden Fall ein nettes Zimmerchen. Kann man definitiv mit leben. Angekommen in Berlin, habe ich euch noch gar nicht gesagt, was ich hier überhaupt mache. Und es ist jetzt das COD-Freundschaftsspiel heute hier in Berlin. Das heißt, ich bin hier wieder am Start mit den Jungs und ich werde ganz viel Spaß haben, denke ich. Ich habe jetzt, wie gesagt, eine neue Kamera. Ihr seht sie jetzt zum ersten Mal im Einsatz. Ich finde die Qualität ultra geil. Ich bin nur noch nicht so ganz zufrieden mit dem Mikro. Habe jetzt so einen Windschutz da drauf, aber es wird schon gehen, weil ich finde einfach die Bildqualität unnormal geil. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade im Hotel angekommen und werde jetzt wahrscheinlich erstmal eine kleine Runde schlafen. Und danach werden wir mal gucken, wen wir so treffen werden. Es sind natürlich wieder hier ganz viele YouTuber und Freunde von mir da. Und ich habe jetzt gerade Fantu und den Sven von Dexerto schon getroffen. Und werde wahrscheinlich dann später auf dem Event dann auch noch ein paar andere Leute sehen. Marcel, Anton, Massi, Jam. Und ich will keinen vergessen, deswegen sage ich jetzt mal nicht, wen ich hier alles noch treffen werde. Ihr werdet sie wahrscheinlich hoffentlich auch in dem Video sehen. Ich werde Mühe geben, dass es ein geiles Video wird. Und ja, weiterhin viel Spaß. Ach Leute, die sehen schon echt fett aus, muss ich sagen, und sie fühlen sich auch echt nice an und viele kaufen sich die ja, um sie zu verkaufen, und ich dachte mir einfach nur, hey, ich will endlich mal welche tragen, weil ich ja auch die Triple Black Ultra Boost habe zum Beispiel jetzt auch und die einfach unnormal nice sind. Wenn ihr da noch mehr sehen wollt, checkt einfach Instagram ab und ich mache mich jetzt auf zum Alexanderplatz, noch ein bisschen was essen und dann geht's auch schon aufs Event. Und hier erstmal schön Vlogception. Hallo, sieht so geil aus. Digga, war's ein Riesenrad? Hey Jakob. Oh yeah. Hast du Bock, ein bisschen was zu sagen in meinem Video? Abonniert mich, ich bin absolut rausgeschnitten. Wenn ihr genau hinguckt, ist genau da so ein Ding, was Berlin ausmacht. Holy oh, shit. Oh krass. Also das ist schon nice. Warte, ich zoom mal ran, mal gucken, wie das aussieht. Oh ja. Ich klau dann deine Footage. Langsamer geht's nicht. Nein, du holst. Nein, du nimmst meine Footage nicht weg. Machst du nicht? Wer weiß. Alles klar. Also wir suchen gerade den Gustav, aber er meinte, er ist hier so unter dem Fernsehturm, aber wie ihr seht, ist er hier nicht. Zeig mir deinen Schnurrbart! Hi, ich bin Georg. Max, moin. Ah nein, noch einer. Oh, wie süß ist das? Ja. Darf ich es anfassen? Ja. Selbst gebastelt. Ich muss jetzt einmal den Test machen. Oh mein Gott, jetzt hast du dir was gewinnt. Jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. Absolut. Jetzt, glaube ich, gehen wir so langsam zum Event, oder? Essen noch was? Willst du noch was essen? Ja, von Dicker. Daher bin ich auch gut. Und ja, jetzt erstmal ein bisschen essen gehen. Oh. Ja, ich muss mich gerade so hinbücken, weil sonst sieht man mich nicht. Hallo. Ja, wir sitzen hier gerade irgendwie ein bisschen rum und essen was und mein Gesicht ist voll riesig gerade. Ich habe absolut keine Lust. Das ist nicht nur gerade so. Boah, lass mal da rein. Ey, das wäre so geil, bitte. Hilfe. Aber wir sind heute mal ganz cool. Cut. Oh. Es ist Weihnachtsstimmung und irgendwie ist hier alles voller Kirmeszeug. Ruhig bleiben.
Schönes Aussehen, auch wenn man jetzt wahrscheinlich nichts verstehen kann. Digga, wer ist denn da? Da ist unser, ja, klar. Unser jüngster ich. Freund und Helfer. Was ist hier? Alles klar. Du bist wie alt nochmal? 19. Wir gehen gleich da rein. Ja, so langsam geht's jetzt los. Bro, ja. Alles gut bei dir? Geht. Geil. Was ist denn? Alles gut bei dir? Wow. Bei dir? Ja, super. Da ist die fette Stage. Oha. Da ist der Support. Ja. Der fragt, ob ich schon die Hoodie anhab, natürlich. Was hält, wenn du das siehst? Ich liebe dich, Bruder. Geil! Hä? Ups! Ich geb kein Essen. Guten Morgen, Jakob, wie geht's dir? Guten Morgen, Georg, wie geht's dir? Okay, nochmal von vorne. Guten Morgen, Georg, wie geht's dir? Blendend! Ja, perfekt. So, jetzt muss ich mich noch filmen. Wow. Max, du einen Keks haben? Oh mein Gott. Leute, ich liebe diese Kekse. Und mich, weil ich hier Kekse gebe. Und oh ja. Und von wem habe ich eben noch einen Keks bekommen? Von ach, du hast da eben auch schon einen von ihm bekommen? Nein, nein, also. Keksmaster. Ich werde eh Copyright Strike hier. Was ist mit meiner Hose passiert? Das Loch war mal mittig. Guckt euch das an. Was ist damit passiert? Das ist einfach so scharf gestellt. Ey, Mann. Ich habe gestern Abend von der Aftershow-Party jetzt nicht mehr so viel gefilmt, was ihr wahrscheinlich verstehen könnt. Und ja, Georg filmt mich gerade, während ich mich filme. Das ist echt ein schönes Gefühl. Ja, wir sind auf jeden Fall gut abgegangen gestern Abend noch. Und ich nehme euch einfach so das ganze Wochenende mit, habe ich mir überlegt, dass der Vlog auch interessant wird und nice zum Angucken. Jetzt nicht so ein 5-Minuten-Ding. Und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich noch zu Marcel gleich düsen. Und da ist Sweezy noch und Sonny. Und mal gucken, wer da noch so rumgammelt. Ein paar Videos aufnehmen, habt ihr wahrscheinlich eh schon gesehen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder da. Und ja, nochmal kurzes Vlog-Seption hier. Ja, Digga! Was tust du? Schnittbilder. Ja, ein bisschen quatschen und irgendwie so zurücklehnen. So ein bisschen reinschleichen, einfach ein bisschen lachen, so, das heißt, jetzt hier so nicht so mit dir reden. Oder machst du so einen Hochkant-Vlog? Digga. Angekommen bei Marcel sind wir gerade in seiner berühmt-berüchtigten Zockerzimmer. Nein, ich kann den Satz nicht mehr retten, egal. Auf jeden Fall ist der Sweezy auch mit dabei. Was geht, Leute? Moin. Und hier haben wir so seine berühmt-berüchtigte Wand, wo wir natürlich jetzt erstmal auch unterschreiben werden. So, das muss natürlich hier auch verewigt werden, meine Unterschrift. Oh ja, richtig schön fett. Perfekt. Ey Leute, ohne Witz, ich liebe das, wenn man so sich selber sieht, im Hintergrund irgendwie noch mit, wie man sich filmt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt heute definitiv noch ein bisschen chillen. Ein bisschen chillig irgendwas machen, so habe ich gehört. Ein bisschen ganz, ganz chillig hier was machen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns doch irgendwie gleich dann wieder. Vielleicht kriegen wir Marcel auch nochmal vor die Kamera. Mal gucken, der duscht wahrscheinlich gerade. Mal gucken, was da so abgeht. Läuft die Aufnahme? Nee. Die läuft ja echt? Nein. Ja. Hä? Warum kommt der nicht raus, Mann? Beruhig dich, Marcel. Ah! Alles klar. Oh, ist schon ein absolutes Model, oder? Der kleine Sweezy. Hey, komm. Das hat man nicht verstanden, du musst schon so ins Mikro reden, weil das Mikro so scheiße ist. Ey, Leute, seht ihr die 5000 Euro Fake Tee? Digga, mir ist zu kalt. Ich möchte ein bisschen mehr Vlogmaterial haben. Leute, ist gerade absolut spät und wir stehen hier auf der Straße, sind schon absolut eingefroren. Aber geht's ja. Kalt. Seht ihr mal das YouTube-Business hier? Wenn ich sowas lese wie starke Aktion, klasse Video von dir, genau wegen deiner Ehrlichkeit und offenen Art feiern dich so viele. Lass dir die Scheiße nicht einreden, mach weiter so. Genau so, was mag ich halt. Leute, ich habe glaube ich jetzt 2 Tage nicht gebloggt zwischendurch und jetzt ist einfach Dienstag so. Aber ist ja nicht schlimm. Wir haben uns gerade ein bisschen Frühstück gegönnt. Ich hoffe, man versteht mich überhaupt ein bisschen. Und ich hoffe, dass der Vlog euch bis jetzt gefällt und ja, viel Spaß weiterhin. Wir sind, Leute, hier. Wir sind jetzt wieder bei Marcel und nehmen jetzt noch ein paar Videos auf, die ihr
noch sehen werdet oder vielleicht schon gesehen habt. Man weiß es leider nicht. Und schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, wie ihr so die Vlog-Qualität bis jetzt findet. Weil ich muss sagen, ohne Spaß, diese Kamera ist echt irgendwie so faszinierend. Die hat 550 Euro gekostet circa. Und ist für so eine Kompaktkamera echt Hammer und ist einfach von der Bildqualität so. Ich meine, schaut es euch an, es ist schon ultra heftige schon nice. Kamera, Digga. Die ist echt heftig. Und ich habe euch, glaube ich, schon mal gezeigt, wie die Kamera aussieht. Ich habe da oben drauf so ein kleines Puschelding, so einen Windschutz gebastelt. Und das war einfach übel der Aufwand. Ich habe aus einem alten Stoff die das zusammengeschnitten und dann da oben drauf geklebt, sodass das Mikro nicht überklebt ist, sodass man es noch möglichst gut hören kann. Und ich rede jetzt irgendwie, versuche gerade ein bisschen lauter zu reden, weil ich merke immer, dass ich viel zu leise rede und dann das Mikro halt mich nicht gut aufnimmt. Aber insgesamt die Qualität ist schon nice, oder? Kann man schon so lassen. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir zocken noch ein bisschen Mario Kart, nehmen dann ein COD-Video auf und ja, da bin ich... Halt's Maul! So, dann gehen wir noch mal kurz hier einmal zu dem Cap-Schrank, Ständer, Dingensbummens, weil das sieht nämlich einfach wunderschön aus und wird auch absolut mein Thumbnail, nein, Spaß, aber es sieht schon, also keine Ahnung, ich finde es einfach mega nice gemacht hier alles. Ja, dein Zimmer, Marcel. Ey, danke. Bitteschön, das ist einfach wunderschön geworden. Scuff? Scuff? Und was ich mir auch noch zulegen möchte, ist so eine Schaumstoffwand. Ich meine, seht euch das mal an hier. Das ist einfach für den Hall hier im Raum, die Stimme klingt dann so crispy clean, würde man sagen. Und das ist einfach schon so ein Traum, den ich mir irgendwann auch erfüllen werde, hoffentlich. Aber ich muss jetzt erstmal eine Softbox kaufen zum Beispiel. Und ich habe jetzt auch eine Wii U bestellt, weil ich einfach so Bock auf Mario Kart habe. Schreibt mir da gerne mal, wie ihr das Spiel so findet und ob ihr doch mal Bock drauf hättet, das mal zu sehen. Da klaut mir jemand meine limitierten Yeezys. Ja. So Leute, ich bin jetzt wieder am Bahnhof, hab Marcel wieder verlassen nach ein paar Tagen. War auf jeden Fall sehr nice, danke nochmal an dich, Bruder. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's wieder nach Hause. Ich nehme noch ein bisschen mit. Ja Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen, da wo der Vlog auch gestartet hat und ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen, bei euch, danke für den ganzen Support im Moment und auch, dass ihr diese Videos hier einfach guckt, das ist unglaublich schön für mich und mich würde es einfach freuen, wenn ihr auch auf Videos wie dieses einfach ein Like da lasst, das wäre einfach super schön und ja, ich bedanke mich einfach nochmal, wie gesagt, ich bin auch gerade irgendwie ultra fertig und es ist jetzt so spät schon und ich falle jetzt einfach nur noch in mein Bett und sage, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.